Wir sind auch angetreten als Partei, die die deutschen Interessen vertritt. Und wir haben uns schon immer von Anfang an seit 9 Jahren kritisch gegen jeden Lobbyismus gewehrt. Erst recht geht es jetzt darum, dass wir uns auch darum kümmern, dass keine weiteren Einflüsse von außen, von Personen, Persönlichkeiten von China, von Russland auf unsere Partei ausgeübt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt einen Bundesvorstand wählen, der frei von diesen Einflüsterungen ist, der nichts am Hut hat mit illegalen Spenden und der sagt, wir lassen uns von irgendwelchen Netzen von außen nicht beeinflussen.